Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch wieder mal mit zu einem Wocheneinkauf, aber diesmal in den türkischen Supermarkt. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, was ich denn da so einkaufe. Deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Let's go! 2 Euro. Ich glaube, wir starten auch direkt mit dem Obst und Gemüse, weil das ist ja immer draußen. Ich verschaffe mir mal jetzt erstmal so einen Überblick, weil dieser türkische Supermarkt hat ja jetzt auch neu aufgemacht bei uns in der Gegend. Den kenne ich nicht. Deswegen wollte ich hier unbedingt mal hin, um mal zu gucken, wie es hier so aussieht. Auf den ersten Blick eine gute Auswahl. So, aber ich nehme erstmal einen Einkaufswagen, ne? Und dann legen wir mal los. Ich gucke gerade so ein bisschen die Preise. Hallo. Hallo. Ja. Ne? Granatapfel. Nehmen wir mal einen mit. Oh, das habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Aiwa. Kaki essen wir jetzt nicht so viel. Muss jetzt nicht sein. So, dann gucken wir mal weiter hier lang. Ach, guck mal, das erinnert mich an unsere Tomaten, die wir nicht mehr haben, ne? Ich nehme mal einen Brokkoli mit. Der ist hier schön günstig. Was ich so immer im türkischen Supermarkt kaufe, was es halt sonst nicht gibt, obwohl ganz selten habe ich es mal bei Lidl gesehen, sind das diese kleinen runden Paprika, die nennen sich Dolma. Also die schmecken jetzt nicht wie normale grüne Paprika, die sind schon anders. Und diese gefüllt mit Hackfleisch und Reis schmecken sehr lecker, habt ihr ja schon öfters gesehen. Ich nehme davon auf jeden Fall ein paar mit, weil ich habe das letztens gemacht und die waren sehr, sehr lecker. Aber ich überlege gerade, die sind so ein bisschen sehr klein. Nächste. So, wie viele haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich nehme mal 3 Packungen. Ach, die sind ein bisschen größer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das reicht. Dann, was ich auch immer hier kaufe, sind diese türkischen Spitzpaprika. Die gibt es einmal so in schärfer oder in milder. Das erkennt man so ein bisschen an der Farbe. Also man kann immer so davon ausgehen, dass die dunkleren so ein bisschen schärfer sind und die helleren etwas milder. Die benutze ich auch sehr viel in Gerichten. Also damit mache ich auch immer sehr viel. Davon nehmen wir auch einen Beutel. Also auf den ersten Blick finde ich die Preise hier gut. Gefällt mir. So, das. Dann, was haben wir hier auf der Seite? Knoblauch, Sojasprossen, Salat. So ein Roma-Salat oder ein Eisbergsalat. Das wollen wir nehmen. Den hier. So einen Salat nehmen wir mit. So, brauchen wir Zwiebeln oder sowas? Nee, Sellerie brauchen wir auch nicht. Mangold, Porree, Butter Nevada. Hier sind noch, ich brauche noch rote Spitzpaprika. Die nehme ich auch noch mit. Ich muss gleich den großen Einkaufswagen hier umfüllen. Hier gibt es ja auch immer Stangbohnen, die wir im Garten hatten. Ich habe zum Glück noch ein bisschen was eingefroren, von daher habe ich noch ein bisschen was da. Brauche ich nicht. Auberginen kaufe ich auch meistens im türkischen Supermarkt. Hier sind die günstiger, aber ich habe zu Hause noch welche. Deswegen nehme ich die heute nicht mit. Zucchini habe ich auch noch da. Ah, was noch lecker ist, ist dieser Spinat. Der ist so ein bisschen anders. Ich glaube, ich nehme davon was mit. Das ist so ein türkischer Spinat und daraus schmeckt auch sehr lecker. Einfach mit Zwiebeln, Knoblauch anbraten, ein bisschen Bulgur dazu, Tomaten, wenn man mag. Ist auch sehr, sehr lecker, so einen kleinen Eintopf. Kann ich mal mitnehmen. Auch sowas wie Dill, Petersilie, Minze und so weiter bekommt man hier auch sehr, sehr günstig. Davon nehmen wir auch was mit. Oh, ich liebe den Geruch von frischem Dill. Den nehmen wir mit. Petersilie. Wollen wir Petersilie? Na, da. Lauchzwiebeln alle nochmal.
Auch hier, also ein ganzer Bund, 99 Cent, das ist unschlagbar. Ich habe jetzt noch einen Rettich entdeckt, hier unten. Ich glaube, davon nehmen wir mal einen mit. Oder zwei. Mal zwei nehmen, dann machen wir daraus nämlich Rettich-Kimchi. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Wir haben ja letztens Kimchi gemacht. Aber so ein Rettich-Kimchi wäre auch nicht schlecht. Ne? Ist das Kilo oder Stück? Nee, Stückzahl. Was ich auch immer im türkischen Supermarkt kaufe, sind eher diese kleinen Gürkchen. Die schmecken einfach besser als die großen. Vor allem auch praktisch für die Kids immer in die Brotdose. Tandala, ne? So, Tomaten. Müssen wir mal gucken, ob wir die oder die Cherry-Tomaten nehmen. So, ich hole mal den Einkaufswagen, damit wir die Sachen da jetzt gleich mal umfüllen können. So, das ist zum Abfüllen. Wunschstrauch Tomaten alle immer. Ne, wir haben noch ein bisschen Tomaten zu Hause, ne? Ja, Tim. Avocado ist auch gerade gutes Angebot. Zwei Stück für 2 €. Und die sind schön schon reif. Nehme ich mal 2 Stück mit. Ah, jetzt ist Kastanienzeit. Schmeckt auch voll lecker im Ofen. Ah, nehmen wir. Okay. Soll ich mal die Walnüsse hier mitnehmen zum Testen? Kilo 4,99. Ist das auch ein Kerntrüppel, den man essen kann? Ja, ich glaube ja. Mandeln? Ja, ich. Drin ist die Mandel. Oh mein Gott, als ob. Ich wusste nie, dass sie so aussehen. Ja, nein, das sind ja Kerne, die haben auch eine Schale. Ah, ich krieg den Beutel nicht auf hier. So. Hm? Okay. Das ist der typisch türkische Weißkohl, der hat nämlich nicht diese komplett runde Form. Ihr wisst ja, ich habe ja letztens diese Röllchen gemacht. Und wenn man das mit dem rund macht, ist das ein bisschen schwerer, den Kohl zu verarbeiten bzw. zu rollen. Dafür ist immer der sehr praktisch, weil der so flach ist. Hier gibt es den nochmal einen größer, der ist noch schöner. Guck mal so. Sollen wir einen mitnehmen? Nein. Nee? Keine Sama? Nee. Oh, Datteln. Im türkischen Supermarkt ist auch die Auswahl an Gewürzen eben riesengroß. Also auch hier kaufe ich so meistens die ganzen Gewürze, die man braucht. Vor allem eben so auch ne, so türkische Kreuzkümmel oder auch Kumin. Ne? Da gibt es auch noch mal so Unterschiede. Es gibt auch Gewürzmischungen, also alles so an orientalischen Gewürzen bekommt man hier. Was ich jetzt einmal brauche, ist noch, wenn ich es finde, fehlt mir Basilikum und einmal türkisches Schärfepulver, also sowas, gebrochene Paprika in scharf. Das brauche ich. Ich habe viele pikante, wir nehmen mal die extra scharfen. Ah, hier ist Basilikum. Hier haben wir Basilikum. Okay, so dann Reis. Kaufe ich auch immer im türkischen Supermarkt, weil hier gibt es eben die großen Pakete. Zurzeit kaufen wir den hier, mit dem bin ich ganz zufrieden. Früher habe ich immer diesen hier gekauft, aber irgendwie, keine Ahnung, gefällt er mir nicht mehr. Wir kaufen den hier. Und ich habe auch gerade noch einen großen Sack Kartoffeln mitgenommen. Die waren jetzt auch schön groß. Okay. Wir haben auch hier so eine Kühltheke mit Antipasti und so weiter. Fleisch gibt es hier auch, aber das kaufen wir nicht. Wir haben unseren muslimischen Fleischer. Unseres Vertrauens, nennen wir es mal so. Da kaufen wir immer unser Fleisch. So, dann haben wir hier Tee und so. Brauchen wir jetzt nichts, glaube ich. Ich habe jetzt hier gerade Datteln gesehen für 7,99. Das ist eigentlich ein sehr gutes Angebot. Die sind, ich habe extra, ich gucke immer von wo die kommen. Hier steht, die sind aus Afrika. Habe ich aber noch nie gesehen, dass Datteln aus Afrika sind. Produced of South Africa. Soll ich die mal mitnehmen? Die sehen ganz gut aus. Dann gibt es hier auch türkisches Gebäck wie Fladenbrot, arabisches Brot und solche Dings. Gucke ich mal, ob ich jetzt was mitnehme. Hier, die sind auch immer ganz schön zum Befüllen. Solche kleinen Brote. 1, 2, 3, 4.
Nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier zum Beispiel so auch Soßen und so weiter. Das ist unser Ketchup, den wir immer kaufen in scharf. Haben wir aber noch da zu Hause, ne? Aber den nicht scharfen haben wir nicht da, ne? Dann nehmen wir den nicht scharfen. Nicht jedes der Kinder mag den scharfen Ketchup, aber das ist so unser Lieblingsketchup. Essen wir jetzt nicht so viel, aber wenn wir dann mal Ketchup essen, dann den. Dann haben wir hier Olivenöl. Ich weiß halt immer nicht, welches Olivenöl gut ist. Ich kaufe eigentlich immer gern Bio-Olivenöl. Aber so aus der Türkei, die Olivenöle sind auch ganz gut. Aber ich weiß halt nicht, welches. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt gut ist, aber ich nehme mal das hier mit. Sieht ganz gut aus. Und da gibt es auch noch so Kühlprodukte, so Fertigprodukte und so weiter. Aber da kaufe ich generell eigentlich nichts ein. So eine Fertig-Patties, irgendwelche gefrorenen Sachen. Im türkischen Supermarkt findet man auch diese Paşabahçe-Gläser. Die habe ich ja zu Hause. Die finde ich ganz nice. Die hatte ich nämlich auch im türkischen Supermarkt gekauft. Die findet man hier. Mag ich sehr gern. Die Marke hat gute Glaswaren. Ist auch sehr bekannt dafür. Die hatte ich mal genommen. Nimm mit. Die. So. Was nicht fehlen darf, wenn man Besuch bekommt und Tee trinkt, dann braucht man Tschechiendeck. Sonnenblumenkerne. Aber auch bei uns in Polen haben wir immer Sonnenblumenkerne gegessen. Wir hatten meistens immer so eine frische Sonnenblume. Konnte man bei uns immer kaufen. Und dann haben wir draußen gesessen und immer die frische Sonnenblume genascht. Wir nehmen mal die ungesalzene. Welche kauft Baba immer? Mein Mann kauft immer diese Sachen. Der kennt sich da immer besser ein. Wir nehmen gesalzen und ungesalzene. Wir mischen die immer. Aber das waren doch diese, oder? Ab und zu gibt es auch was Süßes für die Kinder. Und das ist auch so eine Süßigkeit. Das kennt man aus dem Türkischen. Das sind so Kekse, außen mit Schokolade und innen so eine Marshmallow-Füllung. Die sind aber, soweit ich weiß, vegetarisch, die Füllung, ne? Davon nehmen wir mal zwei Stück. Das ist sowieso, auf einmal haben sie es gleich gegessen. Wenn die das in die Finger kriegen, ist es direkt wieder weg. Weißmehl, Pudding, Konserven. Ah, was ich auch noch oft mitnehme, sind Kichererbsen. Die sind schon eingeweicht, wenn es dann mal schnell gehen muss. Ich nehme da gerne die im Glas. Ja, manchmal braucht man die, man will schnell Hummus machen oder für Gerichte nehme ich die gerne öfters mal mit. Auch sowas wie Weinblätter, ne? Falls man die gerollten Weinblätter machen möchte, kann man die auch hier kaufen oder man hat die selber gemacht und hat die da. Tomatenmark bzw. Tomatenpaprikamark, das brauche ich immer zu Hause. Ich kaufe immer das hier. Das ist 3-in-1, also das ist Tomatenmark, Paprikamark und scharfes Paprikamark gemischt. Also das benutze ich immer zum Kochen. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich noch zu Hause habe. Ich sehe gerade, hier ist es ganz schön teuer oder ist es gerade teuer geworden. Weiß ich nicht, deswegen nehme ich jetzt nur eins mit. Hier kommen wir jetzt in die Getreideabteilung. Da fehlt mir nämlich zu Hause was ganz Wichtiges und zwar was ganz Wichtiges, immer wenn ich Reis mache, brauche ich, warte, ich suche die gerade, diese kleinen Nudeln, die aussehen wie Reis. Ich weiß nicht warum, das macht aber immer einen Unterschied. Also ich, wenn ihr es schon öfters gesehen habt, wie ich koche, dann wisst ihr, wenn ich Reis mache, brate ich vorher diese Nudeln an. Das sind Nudeln eigentlich, also das sind Nudeln, aber in Form von Reis. Und die brate ich vorher an, dass die so Farbe bekommen. Und die geben halt so, nicht nur irgendwie, ich dachte immer, das ist so eine optische Sache im Reis, aber das macht schon einen Unterschied, wenn die da mit drin sind. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit habe ich Reis gemacht und wenn die dann nicht drin waren, weiß nicht, da war der Reis nicht so schön. Also das brauche ich immer. Nebenbei ruhig ein bisschen was mit auf Vorrat. Ja, auch Nudeln eben ist hier eine ganz große Auswahl. Die mag ich auch sehr gerne, wenn ich Nudelsalat mache. Finde ich die immer richtig süß. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Wird ja auch mal Zeit, dass wir mal wieder Nudelsalat machen, ne? Dann hier Getreide. Auch was ich hier kaufe, sowas wie grüne Linsen, gelbe Linsen. Also hier ist ja wirklich alles Kichererbsen. Hier ist alles, was man so braucht. Ich brauche jetzt zum Beispiel wieder Bulgur. Da gucke ich jetzt mal. Da habe ich eigentlich immer, nehme ich den hier meistens. Aber ich suche davon die große Packung. Die sind dann meistens hier unten. Hier. So,
Und dann nehmen wir mal, aber der sieht so ein bisschen sehr grob zerhackt aus. Warte mal, das ist 2,5. Er macht ja keinen Unterschied, da kann ich ruhig zweimal davon nehmen. Preislich ist es sogar das hier dann günstiger, 4,99. Und das ist 5 Kilo 10,49. Ja. So. Linsen habe ich auch noch da. Also rote Linsen kaufe ich auch immer so einen großen Beutel. Rote oder grüne Linsen, daraus mache ich auch immer sehr gerne einen schönen Eintopf. Warte mal, habe ich davon noch zu Hause? Ich glaube ja. Müsste ich noch da haben. Was ich immer kaufe, ist der Schafskäse. Da ist immer eigentlich unser Lieblingskäse der da. Das ist so den wir immer kaufen. Was hat der jetzt? Wie viel Fett? 55 Fett. Also der schmeckt uns so am liebsten. Und dann gibt es auch noch so dieses Kaschar-Käse. Das ist eigentlich so, kann man eigentlich mit Gouda-Käse vergleichen. Ne? So, hier haben wir so eine bisschen Wurstabteilung. So Wurst, Salami und so weiter kaufe ich eigentlich wenig. Essen wir nicht so viel. Also so stark verarbeitetes Fleisch, es verzehren wir einfach nicht so viel. Halte ich jetzt nicht für sehr gesund. Aber ab und zu kaufe ich das dann. Gibt es mal ab und zu dann für die Kinder. Da freuen die sich drüber. Aber das ist jetzt nichts, womit wir uns täglich ernähren. Da haben wir auch immer nur so unsere bestimmten Marken, die wir nehmen. Anki Snali, welche soll ich nehmen? Südamen Salami. Die war lecker, ne? Die hier? Sucuk auch. Sucuk kaufen wir auch immer bei unserem Fleischer. Der macht das auch selber. Der schmeckt auch nochmal ganz anders als jetzt hier diese fertigen. Würstchen und so auch. Selten, dass wir dann mal grillen und Würstchen kaufen. Also hier kaufen wir jetzt nicht so viel ein. Dann sind wir eigentlich so weit wie durch. Ne? Wir haben ja hier noch fertig Teigblätter. Kaufe ich auch öfters, wenn man mal einen schnellen Börek machen will. Oder so eine Zigarettenbörek nennt man die. Da gibt es halt auch immer diesen frischen Teig sozusagen. Oder wenn man jetzt auch Baklava machen möchte oder so, kann man das auch mit diesem frischen Teig machen. Joghurt brauche ich jetzt nicht. Da machen wir ja mal selber unseren Joghurt. Von daher sind wir eigentlich durch, ne? Habe ich irgendwas vergessen, was ich brauche? Ich glaube nicht. Gehen wir jetzt zur Kasse, ne? Die? Ja. Na gut. Karte bitte. So. Der Wagen ist so schwer.
Der Einkauf im türkischen Supermarkt hat jetzt 155,20 € gekostet. Ja, ist halt normal, so wie ich es immer kenne. Ich fand schon aber, dass es gute Angebote gab heute. Deswegen war das jetzt okay. Teuerste sind ja immer diese großen Verpackungen. Genau, 5 Kilogramm Bulgur haben wir und so weiter. Das sind ja so die Sachen, die so am meisten kosten. Ansonsten, ja, Olivenöl war teuer. Ja, der Feta-Käse ist ja auch nicht ganz günstig mit 8,49 €. Ja, das sind halt so solche Sachen. Die Datteln waren 7,99 €. Genau, der Reis war 15,39 €. Also das ist so der normale Standard-türkische Einkauf, würde ich sagen. Falls euch das gefallen hat und ihr wollt öfter sehen, wie ich euch beim Einkaufen mitnehme, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht auch nochmal irgendwie einen Supermarktvergleich oder so. Habt ihr Ideen, habt ihr Wünsche, dann sehr gerne her damit. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis bald!